Katharina Enser, geboren 10. Juni 1988 in Bühl, wohnhaft in Düsseldorf, ledig Auszubildende zur Floristin, seit dem 01.11.2008 in Untersuchungshaft in der JVA Düsseldorf. Die aus ärmlichen Verhältnissen stammende Angeklagte lernte Anfang Oktober 2008 erstmals ihre 2 Jahre ältere Schwester Isabel Sonnenfeld kennen. Diese war kurz nach ihrer Geburt von einer wohlhabenden Familie adoptiert worden. Seitdem war die Angeklagte neidisch auf das bisherige Leben ihrer Schwester und sah sich vom Schicksal benachteiligt. Deshalb suchte sie am Abend des 31.10.2008 Elke Sonnenfeld, die Adoptivmutter ihrer Schwester, in ihrer Villa in Düsseldorf auf, die dort anlässlich ihres 50. Geburtstags eine Wohltätigkeitsgala veranstaltete. Als deren Privatsekretär Sebastian Waller gegen 23 Uhr die Erlöse der Tombola zum Safe ins Bürogebäude neben der Villa brachte, stellte die Angeklagte sich diesem mit einer Sturmhaube maskiert in den Weg. Dann forderte sie den 27-Jährigen mit vorgehaltener Pistole zur Herausgabe des Geldes auf. Weil er jedoch zögerte, schlug die Angeklagte ihm mit dem Kolben der Pistole 2-mal mit voller Wucht auf den Kopf. Sebastian Waller erlitt eine offene Nasenbeinfraktur und eine 2 cm große Riss- und Quetschwunde an der Stirn, die mit 4 Stichen genäht werden musste, und brach bewusstlos zusammen. Die Angeklagte nahm daraufhin den Leinensack mit den 70.000 Euro Bargeld sowie Schecks im Gegenwert von 30.000 Euro an sich und flüchtete. Von den Spendengeldern fehlt bis heute jede Spur. Die Angeklagte wird somit des schweren Raubs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223.1. Enser, steht Ihnen frei, ob Sie sich zu der Anklage äußern wollen? Wollen Sie was sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich war das nicht. Ich bin nicht neidisch auf Isabel und ich habe auch das Geld nicht geklaut. Also ich würde eigentlich ganz zunächst mal ein bisschen über Ihre Familienverhältnisse sprechen, Frau Enser. Sie haben ja Ihre Schwester, die Isabel Sonnenfeld, erst im Oktober letzten Jahres kennengelernt. Ja, das ist richtig. Isabel wurde als Baby zur Adoption freigegeben und ich habe das zwar von klein auf gewusst, aber naja, irgendwann bin ich halt neugierig geworden und wollte sie gerne kennenlernen. Und wie haben Sie dann Ihre Schwester gefunden? Das war ganz einfach. Es war damals eine offene Adoption. Meine Mutter wusste, dass Isabel von Elke Sonnenfeld adoptiert wurde. War das dann unproblematisch, als Sie da Ihre Schwester gefunden und aufgesucht haben? Ja, total. Wir haben uns super verstanden. Wir haben uns schon immer beide eine Schwester gewünscht. Wir haben uns total gut verstanden und total lange gequatscht und es war einfach schön. Ganz so reibungslos ist die Sache dann ja doch nicht verlaufen, Frau Enser, oder? Ja, Isabel kommt halt aus einer ganz anderen Welt als ich. Was genau meinen Sie da mit einer anderen Welt? Ja, sie wohnt halt in so einem Schickimicki-Milieu, wo Geld keine Rolle spielt und man sich alles leisten kann, egal was es kostet. Und ich komme halt eher aus einer normalen Gegend. Waren Sie eifersüchtig, als Sie gesehen haben, wie Ihre Schwester lebt? Nein, auf keinen Fall. Das ist doch alles total oberflächlich. Ich bin froh, dass ich ganz normal bei meiner Mutter groß geworden bin. Wir hatten zwar nie viel Geld, aber dafür war meine Mutter immer für mich da und ist nicht ständig in der Weltgeschichte rumgereist. Klingt alles wahnsinnig schön und ich nehme Ihnen aber so viel Genügsamkeit einfach nicht ab. Sie haben an Ihrer Schwester sehen können, wie toll das sein muss, wenn man ein richtig sorgenfreies, weil finanzreiches Leben führt. Und haben gesehen, wie schön das ist, Glanz, Glamour, Geld, Prestige zu erleben. Das war Ihnen doch nicht egal. Sie wollten ein Stück abhaben von dem Kuchen oder von dieser Torte. Nein, das stimmt nicht. Frau Enser, haben Sie denn die Frau Elke Sonnenfeld, also die Adoptivmutter Ihrer Schwester, nach Geld gefragt? Ja, das habe ich. Das gebe ich auch zu, aber ich wollte das Geld nicht für mich. Ja, meine Mandantin hat die Frau Sonnenfeld nur deshalb nach Geld gefragt, weil sie einer armen Familie, die eine Etage über ihr wohnt, helfen wollte. Ja, genau, die Kimblings. Die haben sich wegen einer blöden Sache total verschuldet. Und ich wollte ihnen halt helfen, aber Frau Sonnenfeld wollte mir nichts geben. Ja, es mag sein, Sie Kimblings bedürftig sind, das will ich gar nicht mal abstreiten. Aber das war ein Vorwand. Sie wollten das Geld haben. Die Frau Sonnenfeld war nicht einverstanden, die war nicht bereit, Ihnen Geld abzugeben. Also haben Sie selbst für sich Mittel und Wege gefunden, nein, das stimmt wie Sie ans Geld nicht rankommen. Das stimmt nicht. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich wollte das Geld wirklich für die Kimblings. Und außerdem, ich hätte nie jemandem sowas antun können. Ich habe den Kerl gerade draußen gesehen. Ich hätte ihn niemals so krass verletzt. Sebastian, und? Was hat der Arzt gesagt? Ja, der Arzt meint, dass es ein bisschen länger braucht zum Heilen. Das geht jetzt echt schon seit Monaten so. Ich hoffe, dass es bald besser wird. Weißt du was? Ich werde nachher zusehen, dass du keine Schmerzen mehr hast. Du musst doch gar nicht viel tun. Du musst dich einfach aufs Bett legen und dich entspannen. Na, da geht's doch schon viel besser. Du blutest schon wieder aus der Nase. Wo? Ich geh für dich rein. Und ja, du stopp mal die Blutung. Ich hoffe, ne? Das hört irgendwann mal auf. Der Toilette. Noch jemand Fragen an die Angeklagte? Keine Frage. Nehmen Sie bitte da drüben Platz. Der Zeuge Sebastian Waller, bitte schön. Wir treten in die Beweise. Entschuldigen Sie bitte, der Herr Waller, der hat gerade ganz starke Nasenbluten. Also Sie sind die Frau Sonnenfeld, oder? Ja, ja.
Das ist wegen seiner gebrochenen Nase, das ist immer noch nicht verheilt. Es dauert noch einen kleinen Moment. Ja gut, dann machen wir doch währenddessen mit Ihnen weiter, ja? Ja, gerne. Moment bitte. Nana? Ja? Ich habe hier einen Blutfleck. Bitte besorgen mir einen Fleckenstift. Nein, ja? Also wenn Sie dann fertig sind, würde ich dann schon ganz gerne weitermachen. Ja, ja. Gerne. Ja, gerne. Was gab's denn gerade eben? Ja, Nana ist meine Haushälterin. Die habe ich aus Nigeria geholt, damit das Mädchen eine Chance hat, aus ihrem armen Land rauszukommen. Boah, mir wird gleich echt schlecht. Lassen wir das. Ich muss das nächste Mal belehren, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Also, Ihr Name ist Elke Sonnenfeld. Ihr Alter ist... Das muss doch jetzt nicht sein. Entschuldigung, selbstverständlich muss das sein. Ja? Sie werden doch nicht behaupten, dass Sie sich schämen wegen Ihres Alters, oder? Wissen Sie, wer nicht alt werden will, der muss jung sterben. Außerdem habe ich nicht das Gefühl, dass Sie alt sind. Also, wie alt sind Sie? 50. 50, ist das so schlimm? Sie wohnen in Düsseldorf, Sie sind verwitwet, Sie sind Vorstand der Stiftung Einsatz für Afrika. Jetzt ist Ihre Adoptivtochter zwar die leibliche Schwester der Angeklagten, aber Sie sind nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Ja, Sie haben da halt doch kein Zeugnisverweigerungsrecht und müssen damit aussagen. Jetzt wollen wir heute klären, ob die Angeklagte ihren Sekretär, den Sebastian Waller, am 31. Oktober im Bürogebäude ihrer Stiftung niedergeschlagen hat mit einer Schusswaffe und ausgeraubt. Das ist eine furchtbare Sache, ist das. Das Geld war aber für arme Menschen in Afrika gedacht. Und dann sowas. Ich habe aber gleich gewusst, dass ein Zusammentreffen mit meiner Tochter und ihrer leiblichen Schwester zu Problemen führen wird. Warum? Ja, sie kommt ja nun wirklich aus einer ganz, ganz anderen Ecke als wir. Ich habe mich für Isabel sofort gefreut. Aber ich weiß doch, wie wichtig Familie ist. Woher denn? Familienleben gab es doch bei Ihnen nie. Sie waren doch immer unterwegs wegen Ihrer Charity-Sache da. Immer auf der Suche nach Ruhm, Reichtum und Geld. Nun werden Sie nicht unverschämt. Gut, jetzt lassen wir das beide mal ein bisschen, ja? Das ist der pure Neid. Gerade wenn man vom Leben nicht so großzügig bedacht worden ist. Ne? Gleich bei Ihrem ersten Besuch bei Isabel war mir völlig klar, dass über kurz oder lang die Frage nach Geld kommen würde. Und so war es ja dann auch. Wann hat die Angeklagte Sie denn nach Geld gefragt? Das war auf dem Afrika-Fest, was ich an dem Tag gegeben habe. Und das war gegen 21 Uhr. Und das war der denkbar ungünstigste Moment. Ach, der Moment wäre doch nie passend gewesen. Es war mein Geburtstag. Und ich habe aus dieser Feier eine Spendengala gemacht. Natürlich für Afrika. Ach, wie großzügig. Also ich war sehr beschäftigt. Und mir war auch gleich klar, dass sie nicht wegen der Feier gekommen ist. Sie passt ja auch irgendwie nicht aufs Fest. Ja, weil ich kein Designerkleid getragen habe oder wie. Oder weil ich nicht weiß, was für ein Besteck man da für was für ein Essen nimmt oder wie. Nein, es war ein Afrika-Kostümfest und Sie hatten kein Kostüm. Sie hätten mich so oder so nicht da haben wollen. Sie haben immer nur wegen Isabel so nett getan. Jetzt wollen wir nicht über Kostüme reden. Ich würde über den Abend ganz gerne reden. Und Sie haben gerade gesagt, dass die Angeklagte nach Geld gefragt hat, ja? Sie wollte Geld von Ihnen. Ja, sie wollte ein paar tausend Euro von mir haben. Für irgendeine Familie, die sie kennt. Ja. Aber ich musste ihr die Bitte leider abschlagen. Ja, die Kimmings hätten das Geld aber wirklich gut gebrauchen können. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es die Familie überhaupt gibt. Bitte was? Sie können ja gerne mal zu uns nach Hause kommen, sehen Sie, wie schlecht es denen geht. Die brauchen wirklich jeden Cent. Ich kann mich nicht um jeden kümmern, der bedürftig ist. Sie sagen doch immer, dass Sie armen Menschen helfen wollen. Trotzdem kann ich Ihnen das Geld nicht einfach so geben. Und warum nicht? Weil keine Kameras dabei waren, die gezeigt haben, dass Sie mir einen Riesenscheck lächelnd überreichen? Das ist eine absolute Frechheit. Ich kümmere mich um Menschen in Afrika, weil ich helfen will. Seit dem Tod meines Mannes vor 10 Jahren ist das mein einziger Lebensinhalt. Außerdem, ich hätte ja so oder so kein Geld aus den Spendengeldern für diese Familie geben können. Wo und wie viel, welche Gelder hinfließen, das ist genau geregelt und aufgeteilt. Ja, dann hätten Sie es halt aus eigener Tasche gezahlt. Sie haben so viel Geld, das hätte Ihnen doch nichts ausgemacht. Wie stellen Sie sich das vor? Haben Sie eine Ahnung, wie viele herzzerreißende Bettelbriefe ich täglich bekomme? Ich meine, ich würde wirklich jedem Einzelnen gern helfen. Aber irgendwo muss man mal eine Grenze ziehen. Ja, und es lag nicht an Ihnen. Es oblag nicht Ihnen, Frau Enser, diese Grenzen zu überschreiten. So einfach ist die Rechnung. Nein, das stimmt nicht. Ich war das nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Also, Sie haben mir jedenfalls abgesagt. Und wie hat sie auf die Absage reagiert? Sie war sehr ungehalten. Aber sie hat mir ganz deutlich zu verstehen gegeben, dass sie sich das Geld auf eine andere Art besorgen müsste. Ach, das habe ich doch nur so gesagt. Ich war sauer. Ich habe sie dann jedenfalls gen
Flur geschoben und sie gebeten, das Fest diskret zu verlassen. Ja, durch den Dienstbotenausgang. Sie waren ja auch nicht eingeladen. Und von alleine wollte sie auch nicht gehen. Da habe ich mir keinen anderen Rat gewusst. Ich habe dann den Herrn Waller gerufen und der hat sie dann nach draußen begleitet. Also, sie wurden unsanft aus dem Haus transportiert, das hat ihnen nicht gepasst, Frau Enser. Also, das Geld wollten sie trotzdem, sie wollten sich anderweitig holen. Wann? 2 Stunden später, als nämlich der Privatsekretär der Zeugin, der Herr, wo ich nachschauen, Sebastian Waller war das, das gesammelte Spendengeld in den Tresor, in dem Büro neben der Villa sperren wollte. Nein, das stimmt nicht. Ich bin sofort nach dem Rauschmiss heimgegangen. Viele Menschen wussten, dass an diesem Abend sehr viel Geld gespendet wird. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen hatten ein Motiv. Und vergessen Sie eins nicht. Alle, die dort waren, alle Gäste waren kostümiert und maskiert. Denn das Ganze war ja ein Afrika-Kostümfest, wie wir gerade gehört haben von der Frau Sonnenfeld. Was heißt das? Das wäre doch nicht weiter aufgefallen, wenn sich einer von den vielen Gästen, da waren ja etliche Tänzer und Trommler, alle in ihren Kostümen. Das wäre doch überhaupt nicht aufgefallen, wenn da mal einer kurz vor diesem Überfall sich eine Sturmhaube übergezogen hätte. Was haben Sie denn getan, nachdem die Angeklagte gegangen war? Ich habe mich weiter um die Spendenaktion gekümmert. Die war so gegen 23 Uhr beendet. Ich habe das Geld in einen Sack gepackt, habe dann Herrn Waller gerufen, damit er den Sack ins Bürogebäude nebenan bringt und in den Safe packt. Und ich habe mich noch so gefreut, dass so viel Geld zusammengekommen ist. 70.000 Euro in bar, 30.000 per Schecks. Waren Ihre Gäste schon wirklich großzügig, ja, oder? Ja, es kann auch daran liegen, wir haben eine Tombola veranstaltet. Da konnten sich die Gäste für 50 Euro pro Los ein Los kaufen. Und der Hauptpreis, der war eine Safari-Reise nach Afrika. Noch weitere Fragen? Keine Fragen. Dankeschön, dann dürfen Sie da hinten Platz nehmen. Und wir hören uns mal Ihren Sekretär an. Das Sebastian Waller, bitte schön, Sie bleiben unverheiratet. Ja, guten Tag, Herr Waller. Die Frau Sonnenfeld hat uns schon erzählt, dass Ihre Nase wieder zu bluten begonnen hat. Geht's inzwischen wieder? Ja, so einigermaßen. Ich muss die Tamponade drin Gut, lassen. Gut, dann nimmst du einfach mal hier Platz, bitte schön. Ja. Meine Nase wird nicht richtig operiert. Es müssen immer so Nachkorrekturen gemacht werden. Und zu bluten fängt sie auch immer an. Alles nur wegen ihr. Ich hätte nie gedacht, dass eine junge Dame so brutal sein kann. Aber ich hab dich nicht überfallen. Eins nach dem anderen. Gut, zunächst mal muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja. Ja? Sie heißen Sebastian Waller, 27 Jahre alt, Sie wohnen in Düsseldorf. Sie sind ledig, Sekretär, verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten? Nein, ich kenne Sie nur flüchtig. Sie hat vor dem Überfall gelegentlich mal die Tochter meiner Chefin besucht. Gut, um diesen Abend geht's, um den Überfall geht's. Da hat Ihre Chefin ein großes Fest, ein Geburtstagsfest ausgerichtet, ja, eine große Feier. Was haben Sie an dem Abend gemacht? Hey, ich musste dort arbeiten. Ich war für den Gästeservice verantwortlich, Catering, Parkplatzorganisation. Alles ist eigentlich super verlaufen, bis sie dann irgendwann mal aufgetaucht ist. Aber Frau Sonnenfeld hat das souverän gelöst. Sie hat sich die junge Dame hier beiseite genommen und konnte dann in Ruhe mit ihr reden. Haben Sie was von dem Gespräch mitbekommen? Nee, leider nicht. Ich muss mich um die Losaktion kümmern. Aber nach kurzer Zeit wurde ich dann darum gebeten, dass ich sie nach draußen begleite. Als Sie die Angeklagte nach draußen begleitet haben, hat sie da noch was zu Ihnen gesagt? Ja, sie war richtig aggressiv. Sie meinte, dass sie es der Frau Sonnenfeld schon noch zeigen würde. Und ich zitiere jetzt nur. Schon gut, Herr Waller. Ja, und dass solche Schnepfen wie die Frau Sonnenfeld schon irgendwann mal auf die Fresse fallen werden, weil sie auf ihre eigene Schleimspur ausrutschen werden. Und ja, dass sie auch irgendwie anders an ihr Geld kommen würde. Ja, aber das habe ich doch nur gesagt. Ich meinte damit nur, dass ich auch anders an das Geld kommen kann, dass ich es anders verdienen kann, um den Kimlings zu helfen. Auf mich hat das aber eindeutig eine Drohung gewirkt. Naja, jedenfalls war ich dann froh, als ich sie nach draußen bringen konnte. Und dann konnte ich mich wieder mit der Losaktion beschäftigen. Wann haben Sie denn das ganze gespendete Geld dann ins Bürogebäude gebracht? Ja, das war so gegen 23 Uhr. Ich habe das Geld und die Schecks zusammengepackt und wollte es dann in den Safe einschließen. Also das Fest hat ja im Hauptgebäude stattgefunden und da gibt es nebendran so ein Bürogebäude, ja? Und da sind Sie rüber. Ja, genau. Mhm. Ich war gerade dabei, die Tür aufzuschließen und da kam auf einmal irgendeiner und hat mich in das Bürogebäude reingeschossen mit voller Wucht. Können Sie die Person, die Sie da überfallen hat, beschreiben? Ja, sie hatte eine Sturmhaube auf und war schwarz gekleidet. Und ich konnte nur blonde Haare erkennen. Also ich habe eine Strähne gesehen, die an der Seite rausgeguckt hat. So blonde Haare wie Frau Enser? Ja, schon. Aha. Wie groß war die Person? Ja, sie war ziemlich so groß wie die Frau Enser. Vielleicht können Sie sich ganz kurz mal hinstellen. Netterweise, für mich. Passt das so von der Größe? Ja, das passt. Also ich bin mir auch sicher, dass es eine Frau war. Können Sie ersetzen, danke schön. Die Frau, ja. War sehr weiblich. Gut, danke schön. Also sicher sind Sie aber nicht, oder? Also eine Frau war es auf jeden Fall schon. Aber ob es jetzt wirklich Frau Enser war, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ja, ich war es auch nicht. Was ist denn dann weiter passiert, nachdem Sie da ins Gebäude reingestoßen wurden? Der hat sich auf einmal eine Waffe vors Gesicht gehalten. Ja, was war das für eine Art von Waffe? Eine Pistole.
Keine Ahnung, was für eine genau. Ich kenne mir die Dinger nicht so gut aus. Sie sah auf jeden Fall ziemlich schwer und massiv aus. Gut, und was ist dann weiter passiert? Ja, sie hat mir mit der Waffe irgendwie zu verstehen gegeben, dass sie das Geld haben will. Ich habe erst ein bisschen gezögert und dann hat sie mir auf einmal voll Karacho auf den Kopf gehauen. Ich war ein bisschen benommen und dann hat sie mir auch noch einen auf die Nase gegeben. Ich habe dann richtig krasse Schmerzen gehabt und bin auch zusammengebrochen. Ich habe Blut geschmeckt und dann war ich auch kurz weg. Ist Ihnen an der Täterin denn sonst irgendetwas aufgefallen? Nein. Also ich konnte mich auch nicht mehr an viel erinnern. Ich habe irgendwann die Tür zuknallen hören und ja, ich konnte mich vor Schmerzen ja kaum bewegen. Irgendwann hat Nana mich zum Glück gefunden. Wer weiß, wie ich sonst hätte liegen müssen. Sie können sich ja noch sehr gut an den Tathergang erinnern. Ja, sowas vergisst man auch leider nicht so schnell. Könnten Sie bitte uns noch mal wiederholen, was genau der Täter oder die Täterin von Ihnen verlangt hat? Wieso? Ich möchte es gerne noch mal hören. Ja, okay. Also sie hat mir eine Waffe vors Gesicht gehalten. Und dann hat sie mir irgendwie zu verstehen gegeben, dass ich ihr den Geld geben soll. Ja, und dann hat sie mir auch voll Karacho auf den Kopf gehauen. Danke, das reicht schon mal fürs Erste. Wissen Sie, was mir an Ihrer Aussage auffällt? Dass Sie das exakt gleich formuliert haben wie eben, wie Sie es schon mal gesagt haben. Ja, und? Aber wissen Sie, was noch seltsamer ist? Sie haben das genauso, Wort für Wort nahezu, bei der Polizei auch schon gesagt. Sie haben sogar die gleichen Begriffe verwendet. Zum Beispiel sogar so eine saloppe Wendung wie voll Karacho. Ja, jeder hat doch seine Redewendung, die er mal benutzt. Ja, trotzdem kommt mir das bei allem Respekt ein bisschen seltsam vor. Klingt fast so, als ob Sie Ihre Aussage einstudiert hätten. Bitte? Also rein vorsorglich belehre ich Sie, 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich der Gefahr aussetzen, dass Sie selber in Verdacht geraten. Ja, warum sollte ich mich selber belasten? Weil Sie vielleicht an der Tat beteiligt waren? Was? Sie haben doch gehört, was mir passiert ist. 100.000 Euro? Da nimmt man doch gern mal eine gebrochene Nase in Kauf. Also Waller soll die Nase selbst gebrochen haben, Herr Vorländer, oder wie? Natürlich nicht. Wahrscheinlich hat er einen Komplizen gehabt. Das ist nicht wahr. Ja, verangezählte Zeugin, die Haushälterin, ne? Die Nana Imam, die hat ja gesehen, wie ihre Mandantin vom Tatort weggerannt, geflüchtet ist, Herr Vorländer. Ja, die Frau Imam, das die hatte doch auch ein Motiv. Das ist eine unerhörte. Bei so viel Geld ist die Frau Imam doch vielleicht schwach geworden. Vielleicht hat sie das Geld ja auch für ihre Familie in Nigeria gebraucht. Genau. Alle lügen hier, Herr Vorländer. Unerhörte Unterstellung ist das. Ich verbürge mich für Herrn Waller und selbstverständlich für Herrn Nana. Herr Waller arbeitet seit 3 Jahren für mich. Und ihm ist die Stiftung, genau wie Nana, liegt ihr am Herzen wie mir. Ich würde niemals Geld und für außerdem, Kinder in Afrika unter. Ne? Und außerdem, so brutal wie der niedergeschlagen worden ist, ich meine, das sieht man doch, aus welchem Milieu die Täterin gekommen ist. Aus meinem Asi-Milieu meinen Sie wieder? Das habe ich nicht gesagt. Aber gemeint. Hat noch jemand Fragen an Herrn Waller? Keine Fragen. Waller, dann nehmen Sie bitte auch hin Platz. Dankeschön, Sie bleiben unvereidigt. Können wir noch eben kurz rausgehen, bitte? Ja klar, selbstverständlich. Isabel Sonnenfeld, bitte. Bleibt in Nana mit meinem Fleckenstift. Nana, gut, dass du schon zurück bist. Ja, ich habe den Fleckenstift für die Alte geholt. Bist du fertig? Ja, aber der Verteidiger hat mir so komische Fragen gestellt. Als wenn er gemerkt hätte, dass irgendwas auswendig gelernt ist. Ach, oder so. Ach du Scheiße. Ja, also pass gleich auf, was du sagst. Auf was soll ich aufpassen? Ja, dass das, was du sagst, nicht so auswendig gelernt klingt. Benutze einfach andere Redewendungen wie bei der Polizei. Es war schon schwierig genug für mich, den Text so zu lernen. Ja, du sollst doch alles sagen, was wir besprochen haben. Nur versuch das halt alles ein bisschen zu ändern. Du schaffst das schon, ich glaube nicht. Das sagst du so. Ich muss jetzt wieder rein, sonst fällt noch irgendwas auf. Okay. Als leibliche Schwester der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie müssen gar nicht aussagen, wenn Sie nicht wollen. Wollen Sie davon Gebrauch machen oder aussagen? Nein, auf keinen Fall. Ich möchte auf jeden Fall aussagen. Gut, Ihre Schwester wird vorgeworfen, dass sie am 31. Oktober im Bürogebäude der Stiftung ihrer Adoptivmutter den Herrn Waller niedergeschlagen und dann letzten Endes 70.000 Euro Bargeld und 30.000 Euro in Schecks entwendet haben sollen. Ich kann das kaum glauben, also dass meine Schwester hier sitzt, das ist so schrecklich für mich. Sie haben ja Ihre Schwester erst wenige Wochen vor der Tat überhaupt kennengelernt. Richtig. Und ich war sehr froh darüber, denn wir hatten uns nie wirklich kennengelernt. Ich wurde ja kurz nach meiner Geburt zur Adoption freigegeben. Und ich hatte mir immer eine kleine Schwester gewünscht. Und nun ging dieser Traum in Erfüllung. Und so verpufft er quasi schon wieder, weil, ja, es ist einfach alles so anstrengend. Schätzchen, das tut mir leid für dich. Ich habe mich für dich gefreut, aber es war abzusehen von Anfang an, dass es da Probleme geben wird. Glaubst du etwa auch, dass ich es war? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Du bist wahrscheinlich genauso wie deine Schickimicki-Adaptivmutter. Du hast doch nur eine liebe Schwester gemacht, damit man nichts Böses von dir denkt. Das ist nicht wahr, Katharina. Du bist mir ans Herz gewachsen, ja? Du wirst mir immer wichtiger. Ach, Spaß dir.
Wie angewidert du schon geguckt hast, als du in unser Viertel kamst. Du hast dich total unwohl gefühlt. Das hast du völlig falsch gedeutet. Du musst einfach mal akzeptieren, dass es auch für mich eine neue Situation ist. Also ich meine, so wie der Lebensstil der Familie Sonnenfels für sie neu war, war sicherlich auch für ihre Schwester, waren die Umstände ihres Lebens neu. Und da hat sie sich erst mal daran gewöhnen müssen. Ja. Das müssen sie ihr auch zubilligen, oder? Ja, ich habe mich vor allen Dingen auch sehr wohl gefühlt. Es war komplett neu, dort zu sein. Ich habe das erste Mal mit meiner leiblichen Mutter zusammengesessen an einem Tisch und wir haben die ganzen Gründe für meine Adoption damals besprochen. Und mir wurde so einiges klar und auch diese Herzlichkeit, diese Atmosphäre, die da in der Luft lag. Das hatte ich leider nicht allzu oft zu Hause. Ich hatte eben Verpflichtungen, aber dir ging es doch trotzdem immer gut. Ja, Frau Sonnenfeld, ich würde jetzt lieber mit Ihnen mal über den Tag nach diesem Überfall sprechen. Da haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt, dass Sie mit der Angeklagten telefoniert haben. Das ist korrekt, ja. Katharina hat mich gegen 10 Uhr angerufen. Ich habe ihr natürlich sofort erzählt, was am Abend passiert ist. Von den gestohlenen Spendengeldern, natürlich auch davon... Und wie hat sie darauf reagiert? Ja, sie war zu meinem Entsetzen überhaupt nicht überrascht. Aber sie sagte, dass es ihr sehr leid tut, was mit Sebastian geschehen ist. Das war aber noch nicht alles, oder? Ja, sie hat eben auch gesagt, dass sie es nicht so schlimm findet, dass die Spendengelder jetzt weg sind. Und dass das Geld jetzt vielleicht in den Händen des Richtigen gekommen ist. Der Richtige? Sie sind die Richtige, Frau Enser, oder? Nein, das stimmt nicht. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Sie wollten das Geld haben und brauchten das Geld. Nein, das ist nicht wahr. Außerdem, überall ist das Geld besser aufgehoben als bei Frau Sonnenfeld. Die zwackt sich doch die Hälfte von den Spenden selber für ihre eigene Tasche ab. Bitte aufpassen mit solchen Anschuldigungen, Frau Enser. Passen Sie auf. Ich nehme keine Gelder von Spenden für eigene Zwecke. Wer weiß denn, was am Ende noch in Afrika angekommen wäre? Sicher, die Kosten müssen gedeckt werden. Für mich, für meine Mitarbeiter und die Kosten für die Stiftung. Aber wir machen keinen Profit. Jeder mögliche Cent geht nach Afrika. Alles ist genau geregelt. Weitere Fragen? Keine. Dann herzlichen Dank. Sie dürfen den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigte Zeugin Ulrike Enser.